Dieses schwarze Pulver hier nutze ich seit Jahren in meinem Permakulturprojekt und ich bin einfach nur begeistert, wie fruchtbar mein Boden wird und wie kräftig auch meine Pflanzen heranwachsen. Gefunden hat man das im Amazonasgebiet und die Nachfahren profitieren heute noch davon, was ihre Vorfahren, die Indios, über mehrere Generationen mit ihrem Boden angestellt haben. Es geht um die Pflanzenkohle, ein wichtiger Bestandteil der Terra Preta, wird auch das schwarze Gold der Indios genannt, weil sie wirklich sehr fruchtbare Böden aufgebaut haben. Pflanzenkohle entsteht, wenn man zum Beispiel pflanzliches Material wie Holz oder auch Stroh in einem luftarmen Raum verbrennt. Das organische Material verbrennt, der Kohlenstoff bleibt bestehen und wird dann zu einer porösen Struktur umgewandelt. Wir erreichen eine innere Oberfläche von bis zu 300 Quadratmeter pro Gramm und das ist schon richtig erstaunlich, weil das ist dreimal mein Folientunnel. Die Pflanzenkohle ist ein enormer Pluspunkt für eure Böden. Sie speichert sehr viel Wasser und saugt sich auch wie ein Schwamm mit Nährstoffen voll. Davon profitieren natürlich eure Pflanzen, denn sie können sich dann nach und nach von den Nährstoffen und auch von dem Wasser bedienen, auch zum Beispiel in Dürreperioden sehr von Vorteil. Und wenn es halt zu starken Regenfällen kommt, dann werden die Nährstoffe nicht in den tieferen Schichten ausgeschwemmt. Außerdem bietet die poröse Oberfläche ein Zuhause für Mikroorganismen und auch Pilze. Sie bindet Schadstoffe, lockert den Boden auf, ist so auch für den Humusaufbau sehr förderlich. Also wirklich ein Allrounder, der in keinem Garten fehlen sollte. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie viel Pflanzenkohle du denn eigentlich benötigst, damit deine Kulturen davon profitieren. Einfach gesagt brauchst du ungefähr 1 bis 2 Liter pro Quadratmeter oder eine Handvoll für jede Pflanze. Das ist ausreichend. Bei sandigen Böden kannst du etwas mehr einarbeiten, bei lehmhaltigen und schweren Böden etwas weniger, weil die halt schon eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität haben. Wichtig ist, dass du deine Pflanzenkohle vorher aktivierst. Machst du das nicht, dann saugt sie sich erstmal mit Nährstoffen voll und nimmt diese dann eure Pflanzen weg und hast du genau den gegenteiligen Effekt. Von daher, ich mache es so, dass ich entweder Pflanzenkohle in meinen Bokashi reintun, da fermentiere oder auch mit meinem Urin anreicher oder einfach eine große Menge mit in meinen Kompost gebe und diesen Kompost dann bei mir hier in die Fläche zum Beispiel mit einarbeite. Und eine gute Nachricht, die Pflanzenkohle kannst du auch selbst herstellen. Entweder die ganz kostenlose Variante ist, du machst ein Erdkontiki, gräbst einfach ein Loch in deinem Boden, holst den Stahlkontiki oder du baust dir selbst einen Pyrolyseofen. Somit kannst du überschüssige Astrückschnitte aus deinem Projekt, von deinen Nachbarn oder auch von den Menschen in deiner Umgebung hier verbrennen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, mit einer etwas genaueren Anleitung, welche unten in der Videobeschreibung verlinken. Also arbeite Pflanzenkohle in deine Beete ein. Du bekommst gesunde Pflanzen, mehr Ernte auch dadurch, einen fruchtbaren Boden, bist auch vorbereitet gegenüber Dürren zum Beispiel. Und das Gute dabei ist, dass der Kohlenstoff hier im Boden gebunden wird und nicht in die Atmosphäre bzw. in die Luft ausgestoßen wird. Von daher machst du auch was fürs Klima. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Hier zu meiner Seite findest du noch weitere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und sonst freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Gerne auch unten kommentieren, welche Erfahrungen du mit Pflanzenkohle gemacht hast. Und auch den Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode. Ciao!